Ja, hat ein bisschen gedauert, bis wir zurück sind mit Steil. Wir hatten auch einiges zu tun. Wir sind zu Gast zum Ende der Sommerpause auf der Baustelle Wildparkstadion. Ohne Jens ausnahmsweise, fehlt mir jetzt schon, aber mit Christian Eichner. Hallo. Hallo Christian, freut mich, dass du da bist. Du schraubst und hämmerst hier ganz schön, nicht an der Tribüne, sondern an den Elf, die das Ganze mit Leben füllen sollen. Was geht denn dir vor, wenn du siehst, dass dein zweites Wohnzimmer so aufgemotzt wird? Ja, das erfüllt mich, glaube ich, mit einer großen Portion Stolz, weil ich jetzt auch schon im 18. Jahr hier bin und ich es gerne als Spieler schon vor 15 Jahren erlebt hätte, dass sich hier in der Form was tut. Das war ja lange Zeit Thema, schon zu meiner Zeit. Und deswegen freuen wir uns alle, die mit dem Verein irgendwas zu tun haben, sobald der erste Ball mal in dem neuen Stadion rollt. Du hast leider keinen Betonmischer für den Umbau deiner Elf. Was ist das Entscheidende, die entscheidende Zutat, um eine Fußballmannschaft zu formen, die erfolgreich Fußball spielt? Dass die Mannschaft der Idee des Trainers folgt und sich damit identifizieren kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du als Trainer was über eine Mannschaft drüber stülpst, die nicht zur Mannschaft passt, die Idee, oder mit der sich die Mannschaft nicht identifizieren kann. Deshalb war es für mich als Spieler schon wichtig, dass ich den Glaube an den Trainer hatte. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Solange der da ist, solange hast du auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass es auf Strecke erfolgreich wird. Hier geht es deutlich schneller wegen Corona mit dem Umbau. Wie mühsam ist der Umbau der Mannschaft oder der Aufbau der neuen Mannschaft? Ja, sowas geht nicht von heute auf morgen. Sowas ist immer ein Stück weit, wie man so schön in modernen Sprachwelt im Fußball benutzt, Prozess. Ich bin da gar kein so ein großer Freund davon, weil ich sehr ungeduldig sein kann auch. Kann mich aber mit dem, was die Mannschaft bisher gezeigt hat, mehr als identifizieren. Und es gibt aber noch ein großes Problem, das liegt im 16er des Gegners begraben. Absolut, das ist dann vielleicht auch die Frage nach der Qualität. Ja, das sind viele Zutaten. Das ist zum einen falsche Entscheidung. Wir schießen aktuell, wo wir passen sollen und auch andersrum. Dann ist ein Stück weit immer eine falsche Entscheidung inkludiert. Und über dem allem schwebt natürlich, eine richtige Entscheidung zu treffen, ist ein Stück weit auch immer dann in dem Moment das Richtige zu tun, logischerweise. Und das geht dann immer auch so ein Stück weit mit diesem Wort einher, das du benutzt hast. Das ist ganz normal, aber da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Ich frage mich, was es ist an diesem Rasen, was Christian Eichner so fasziniert. Wir sind jetzt unten auf der Wiese hier im Wildparkstadion. Christian, du bist ausgebildeter Lehrer, Realschullehrer. 10 Wochen Ferien, Beihilfe, Jobsicherheit. Warum bist du zurückgegangen zum Fußball? Ja, weil wenn du einmal in diesem Business dabei warst, auf diesem Niveau dabei warst, dann ist das wie eine Droge. Du willst da unbedingt wieder rein und gar nicht, was Publicity, Öffentlichkeit und irgendwelche Erklärungen, wieso, weshalb, warum die Mannschaft jetzt noch kein Tor geschossen hat, sondern dieses Kribbeln im Bauch. Wenn es dann losgeht um 13.30 Uhr, das habe ich so in meinem Berufsleben nirgends anders gespürt als hier. Und das ist auch leider nicht ganz so gesund immer, aber es macht süchtig. Du bist familiär ja auch vorbelastet, muss man sagen. Vater Konrektor, Realschullehrer, ganzes Leben gewesen und auch ein bisschen geholfen beim Studium. Ja. Wie war das? Ja, Papa war einfach Mathe- und Physiklehrer und ich habe mich dann sehr zum Leidwesen von ihm für Hauptfach Mathe entschieden. Und mir macht Mathe extrem viel Spaß und habe aber nicht so diese Gier, wie er sie hatte. Er war so richtig, er konnte sich reinfuchsen. Bei mir war es dann immer, wenn es nicht gleich geklappt hat, ja komm, dann geben wir mal eine Aufgabe weiter. Ja, und er hat es dann tatsächlich bereit erklärt, mit mir auch die ein oder andere prüfungsrelevante Vorlesung anzuhören, damit er noch ein bisschen mehr Input als nur das Skript hatte von mir. Und ja, was hat sie tatsächlich dabei im Hörsaal? Ja, also muss ich schon sagen, mit Mitte 70. Also er hat mir mein Studium gerettet und auch mein erstes Staatsexamen, in Anführungszeichen, in dem Fach zumindest geschenkt. Ja, Wahnsinn. Inwiefern, ich weiß gar nicht, ob es ein Tagespraktikum gibt in der Realschule. Gibt es, ne? Inwieweit hilft das auf dem Trainingsplatz? Das Studium hilft. Insgesamt, unabhängig vom Praktikum, klar, eine Schulklasse ist nichts anderes als eine Mannschaft oder auch andersrum. Jeder hat andere Ansprüche, jeder hat irgendwie andere Ziele, jeder hat andere Niveaustufen so in der Klasse. Ich habe es ganz gern mit dem Unterrichtsfach Ethik erklärt, wo verschiedene Kulturen, verschiedene Lebensansichten da zusammengekommen sind und alle haben irgendwie so das gleiche Ziel, ein guter Unterricht oder eine gute Vorlesung zu haben und hier wollen wir versuchen, ein gutes Miteinander, einen guten Fußball zu spielen und das musst du als Lehrer oder als Trainer dann versuchen, aneinander anzugleichen, damit am Ende mit unterschiedlichen Ansichten alle dem gleichen Ziel folgen. Das gute Miteinander ist natürlich unser Übergang. Treue ist so ein bisschen unsere Überschrift. Du und der KSC, 18 Jahre, du hast es gesagt. Wie fühlt sich das an, KSC und du? Ja, es ist halt so ein Stück weit nach Hause zu kommen immer. Also so wie ich abends gern zu meinen Mädels nach Hause komme, so fahre ich aber auch gern jeden Tag zur Arbeit. Ich freue mich auf die Menschen, ich freue mich auf das ganze Umfeld hier.
Ich glaube, jeder hat so einen Verein im Leben, egal als Fan oder auch als Zuschauer oder als Mitarbeiter eines Clubs. Und ja, ich fühle mich halt hier pudelwohl. Und das ist so ein Stück weit mein Zuhause geworden. Treue war natürlich ein großes Thema in den letzten Tagen. Philipp Hofmann hat sich hier nicht mehr so wohl gefühlt. Zuerst wollte dann nicht mehr spielen, nach Berlin wechseln. Jetzt ist er wieder da. Was hat das in der Mannschaft hinterlassen? Ja, das wird sich zeigen, was das in der Mannschaft hinterlassen hat. Ich glaube, wir haben das. Ich bin da selbstkritisch genug. Ich habe auch selbst reflektiert und überlegt, wie hätte man das Thema anders angehen können, hätte man es anders lösen können. Ich habe versucht, immer Wertschätzung und auch Verständnis aufzubringen, genauso wie Oliver. Das war vor allen Dingen mir sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja alles ehemalige Spieler. Wenn wir es nicht nachempfinden können, was es bedeutet, erste Liga zu spielen und den Wunsch zu haben, dann wären wir, glaube ich, fehl am Platze. Aber dennoch haben wir auch immer ganz klar unseren Blickwinkel dargestellt. Und der ist nun mal so, dass Philipp Vertrag hat hier, der sich sogar noch relativ zeitnah verlängert. Und wir ihm einfach diese große sportliche Wertschätzung entgegenbringen wollten, dadurch auch. Und die Mannschaft ist so charakterstark, dass sie da, glaube ich, den Aussagen von mir folgen konnte. Sie hat Verständnis für Philipp, aber ich glaube, Philipp hat auch Verständnis für den KSC und Verständnis vielleicht auch für den ein oder anderen Mannschaftskollegen, der ihn gerne in Hannover auf dem Platz gesehen hätte. Sehen wir nochmal für den KSC spielen? Ich gehe schwer davon aus. Also ich habe da von meiner Linie bin ich nicht abgerückt und deswegen habe ich das Thema auch so würdevoll wie möglich versucht zu behandeln die letzten Tage, weil ich von diesem Spieler ja etwas haben möchte in naher Zukunft. Das ist ja als Trainer ganz normale Beziehung zu einem Spieler, dass man die Spieler ja benötigt, um selbst dann in Summe erfolgreich zu sein. Wir müssen ja nicht um den heißen Brei rumreden und deswegen ist es wichtig, dass der Spieler weiterhin gern zu mir kommt. Und ich glaube, dass eine gute soziale Beziehung untereinander auch die Wahrscheinlichkeit auf gute Leistung der Spieler erhöht. Du hast lange auch hier gespielt, die goldenen Zeiten hier mitgemacht in Karlsruhe, Bundesliga, die letzte Bundesliga-Zeit miterlebt. Was hat sich geändert? Die Spieler sich verändert im Vergleich zu deiner Zeit noch? Ja, die Generationen sind schon unterschiedlich und ich bin keiner von denen, die dann immer sagen, früher war das so oder so. Ich glaube, es ist alles so ein bisschen angeglichen. Die Jungs sind relativ gleich inzwischen, wenn sie rauskommen, sind immer so diese Typen. Also ich hatte natürlich auch einen neben mir mit Mike Franz, der natürlich das noch verkörpert hat, aber da waren ein paar mehr Typen auf dem Feld. Das fehlt mir ab und zu insgesamt im Fußball. Aber so ändern sich halt die Zeiten und so unterschiedlich sind die Generationen. Mein Papa, wenn wir den vorhin angesprochen haben, ich verstehe ihn heutzutage sehr gut, wenn er mir dann immer von Fritz Walter und Franz Beckenbauer früher erzählt, dann ich dann immer, komm, ich gucke jetzt Lothar Matthäus an. Und so verschieben sich die Dinge halt. Aber ich habe sehr, sehr großes Verständnis, warum er einfach immer sehr oft von früher erzählt hat. Gehen wir nochmal zurück in diese Zeit, 2007, 2008. Giovanni Federico, habe ich gehört, hat dem Früh-zu-Bett-Geher Christian Eichner oft den Schlaf geraubt mit Fernsehgucken im Doppelzimmer. Wer raubt dir jetzt den Schlaf, die Analyse des Spiels? Oder kannst du das ganz gut wegdrücken? An so Tagen wie gestern oder an den bisherigen Spieltagen diesen Jahres fällt mir es extrem schwer, weil ich nicht akzeptieren kann, diese Spiele zu verlieren. Da erlebt man mich dann auch, wenn man mich im Innenleben dann ein bisschen besser kennt, erlebt man mich dann auch ein Stück weit anders, als ich vielleicht dann immer nach draußen sein kann. Ich tue mich leichter mit Niederlagen, wenn der Gegner uns 4-0 nach Hause schickt und wir waren richtig, richtig schlecht, dann fällt mir das leichter. Und als Trainer ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass es ein bisschen schwieriger mit dem Schlaf ist. Das kann ich mir vorstellen, vor allem in der Phase jetzt im Frühjahr oder Frühsommer, wo es um alles ging für den KSC, so haben es viele gesagt, vielleicht war es auch so. Du warst Interimstrainer, ist nicht richtig bestätigt worden. Es sah teilweise richtig schlecht aus, zwischenzeitlich. Selbstzweifel? Nö, gar keine, weil ich bin ein sehr großer Realist. Ich glaube, mich hat als Spieler immer ausgezeichnet, dass ich wusste, was ich kann. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Ich wusste auch, was ich nicht kann. Und das ist etwas, was ich den Spielern heute sehr, sehr gerne auch mitgebe, weil so eine gewisse Realitätssinn, so eine gewisse Selbsteinschätzung ist einfach gottverdammt wichtig. Und das hilft mir auch wieder in der Bewertung der Dinge, die ich gesehen habe. Ich bin kein Zauberer und bin auch keine Hexe oder Sonstiges, die mit Handauflegen irgendwas bewirkt. Ich glaube, wir haben versucht, der Mannschaft einen Plan mitzugeben, auch letztes Jahr schon. Und mit der sie sich identifizieren konnten. Und es ist nun mal so, was ich das letzte Dreivierteljahr an Eigenfehler
an Slapstick-Gegentoren erleben durfte. Das habe ich so in meiner aktiven Karriere nicht erlebt. Und das hat aber alles zu der Situation gehört. Aber Selbstzweifel und den Glauben verloren an irgendwas, wäre ich fehl am Platze. Dazu liebe ich den Sport und den Fußball zu sehr und habe schon zu viel erlebt, als dass im Fußball nicht alles möglich ist. Wir haben über die familiäre Vorprägung gesprochen, was den Lehrerberuf angeht, über deinen Vater. Aber fußballerisch bist du mit dem familiär bist du auch mit dem Fußball verbandelt. Dein Schwager ist Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Hoffenheim. Inwieweit geht der Fußball mit nach Hause? Er geht dahingehend mit nach Hause, dass meine Frau sich sehr, sehr gut auskennt, die übrigens Lehrerin ist. Also da kommen viele Puzzleteile zusammen. Also ich arbeite schon auch viel mit meiner Frau fußballerisch ab. Es mag sich für den einen oder anderen Mann ein bisschen schwer vorstellbar sein und führt dann nicht immer zu einem gemeinsamen Nenner. Aber es gibt so ein paar Ansichten von Frauen, die dass ich es dann zugebe, die nehme ich dann mit und versuche sie dann so ein bisschen auf die Männerwelt zu übertragen. Und klar, wenn Markus und ich uns sehen, ist das auch ein großes Thema, wie es bei den unterschiedlichen Mannschaften läuft. Und es ist immer einfacher, sich mit Menschen zu unterhalten, die eine ähnliche ticken wie ich und die den Fußball kennen und die dann auch Verständnis dafür haben, dass es manchmal sein kann, dass du 21 Mal bzw. 35 Mal in zwei Spielen aufs Tor schießt und kein Tor schießt. Markus Mann, um es nochmal aufzuklären, ist natürlich der genannte Schwager. Du bist mit seiner Schwester verheiratet. Ja. Der Markus war in Saarbrücken, der Sportchef, ist jetzt eben im Nachwuchsleistungszentrum in Hoffenheim. Die Nacharbeitung, das fand ich jetzt spannend mit der Frau. Da geht es dann schon über den menschlichen Bereich oder auch über Fußball. Nee, sie streift auch schon Inhalt. Also sie will schon wissen, wieso, weshalb, warum. Und sie hat einfach Ahnung. Also sie kann schon beurteilen, ob das Spiel gut war oder nicht gut war. Und natürlich nehme ich sie auch mal mit auf, ja, in so einer Geschichte wie Philipp Hofmann oder so. Da spricht man daheim auch mal drüber. Das ist doch völlig normal und menschlich. Und mal gucken, wie bewertet das jemand, der nicht jeden Tag da drin ist. Das ist viel, viel wert im Vergleich, dass ich mich mit Zlatan austausche. Wir ticken eh ähnlich. Manchmal ist es wichtig, mal so einen Impuls von jemandem zu bekommen, der mit dem Alltag gar nichts zu tun hat in der Geschichte. Kann ich total nachvollziehen. So ein bisschen der Gegenentwurf zu Tim Walter. Da war ja mal mit den Trikotfarben und der Frau. Wollen wir nicht weiter vertiefen. Jetzt wird hier aufgebaut für die große Zukunft. Bundesliga soll es natürlich am besten Fall sein. Du bist lange dabei, du kennst das Geschäft. Ich habe mal nachgeguckt, in den letzten 12 Jahren haben 5 Zweitligisten es geschafft, länger als 2 Jahre in der Bundesliga zu bleiben nach dem Aufstieg. Von, was sind das, über 20 Aufsteigern. Und davon war nur eine Mannschaft ein echter Zweitligist, ohne Brause im Rücken oder Gelder, die noch aus der Bundesliga-Vergangenheit kamen, im Rücken. Ist doch eigentlich unrealistisch, dass der KSC nochmal in die Bundesliga kommt, oder? Ja, vielleicht ist es dann eher unrealistisch, dass der KSC in der Bundesliga bleibt. Weil ich glaube, dass du, wenn du anfängst, nachhaltig zu arbeiten, und ich erkenne das jetzt sukzessive, nicht nur außenrum, sondern auch im Inhalt, im Innenleben, sind sehr, sehr viele gute Dinge auf den Weg gebracht worden. Dann sollte es einfach in Zukunft sein, wenn ich bei meinem Bereich bleibe, irgendwann, wann auch immer das sein wird, ich hoffe noch sehr, sehr lange nicht, kommt dann mal ein Nachfolger von mir und dann sollte es so sein, dass der KSC sich einen Trainer aussucht, der zum KSC mit seiner DNA passt. Und ich glaube, dass wir eine DNA haben und wir müssen uns nur wieder rückbesinnen, was die in den letzten Jahren eigentlich war, in den Zeiten, in denen der KSC erfolgreich war. Und wenn wir da sukzessive dran arbeiten und natürlich das notwendige Glück haben, ich hoffe, wir haben im Juni nicht alles aufgebraucht, und 2-3 Jahre mal hier ein stabiler Zweitligist werden und nur darum geht's, nur darum wird es gehen in den nächsten Jahren, dann ist es auch mal mein Ziel, dass der KSC mal wieder um 15.30 Uhr angepfiffen wird, aber das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. DNA, wie sieht die aus? DNA ist so ein globaler, großer Begriff. Wann war der KSC erfolgreich? Der KSC war erfolgreich, wenn er es geschafft hat, junge Spieler an den Kader heranzuführen, je nach Qualität mal früher, mal später reinzuwerfen, den Mut dafür zu haben, die Jungs auch reinzubringen, eine stabile Achse zu haben, den einen oder anderen Typen zu haben und ein stabiles Innenleben zu haben, wo man Geduld aufbringt, wo man die jeweilige Situation einfach auch ordentlich und ehrlich bewertet. Und dann ist derjenige, der da draußen steht, gar nicht so das große Thema, wenn das große Ganze funktioniert. Du bist natürlich total reflektiert und schaust dir das Ganze auch an, sagst, wenn ich hier weg bin, was natürlich so kommen wird, höchstens du machst einen auf Volker Finke oder Christian Streich,
Mal gucken, in welche Richtung es geht. Sehen wir dich irgendwann auch nochmal oder sehen Kinder dich irgendwann auch nochmal an der Tafel und nicht nur an der Taktiktafel? Ich würde das eine und das andere gar nicht ausschließen. Ich nehme auch die Freiheit, dass es vielleicht auch mal eine Situation geben könnte, wo nicht der Verein, unabhängig vom KSC, mal sagen würde, wir müssen da was Neues machen, aus unerfindlichen Gründen vielleicht für den jeweiligen in dem Moment. Das ist ja immer schwierig für Trainer, die dann entlassen werden. Die haben ja immer dann die Auffassung, ich hätte es nochmal gedreht oder so. Es gibt aber auch mal die andere Seite, dass mir das vielleicht alles zu viel wird. Also ich war nie so verbissen, Profifußballer zu werden. Ich hatte auch nie den Zwang, jetzt Profitrainer zu werden und dann gestern nach dem Spiel gegen den VfL Bochum irgendwie wieder zu erklären, warum es kein Tor gab. Ich kann aus der ganzen Nummer auch wieder total reflektiert heraustreten und habe den Moment genossen. Und man kann bei mir einfach sicher sein, dass ich jeden Tag alles für den Club hier gebe. Und alles andere liegt sowieso nicht in meiner Hand. Und demzufolge kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, irgendwann mal wieder binomische Formeln aufzulösen.